Und zurück zu Batman Arkham Knight. So, in der letzten Folge sollten wir ja die Ivy hier suchen. Die soll ja hier irgendwo in einer Zelle sein. Da schauen wir jetzt mal, wo die ist. Die soll ja angeblich oder ist gegen das Gift von Scarecrow immun. Mal schauen, ob uns die jetzt hilft. Mal schauen, ob ich hier das gleich finden werde. Alles in Ordnung? Pass auf dich auf. Pass mir die dann. Hey, ganz ruhig. Wir stehen hier einfach nur. So. Was ist nur auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein. Sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierher kommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Selbstschutz. Okay. So, jetzt schauen wir mal, die müsste eigentlich. Ja, da haben wir sie schon. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Warum macht dir das Gas nichts aus? Du hast Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spore als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Einfach, wenn man weiß, wie. Und Pflanzen auf Molekularebene manipulieren kann. Könnte das die ganze Stadt schützen? Theoretisch. Aber allein schaffe ich es nicht, genug davon zu produzieren. Dann besorgen wir dir Verstärkung. Wohin? Die botanischen Gärten. Das sind die ältesten Pflanzen Gothams. Sie verraten mir, was wir tun müssen. Steig ein. Cash, das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mach auf. Lass dich nicht umbringen. Ich probier's. Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Alle nicht essentiellen Einheiten. Ich bin zu weit weg für einen richtigen Scan. Beherrsch diese Straßen nicht. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt muss ich die Seiten scannen. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Den Bereich habe ich schon analysiert. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwie auf die andere Seite rüberkommen. Die linke Seite ist gescannt. Jetzt die rechte Seite. Haben wir doch schon gemacht, Mensch. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Cobra-Drohne würde das Batmobil nach ein paar Schüssen in Stücke reißen. Und ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60mm Geschütz sollte sie ausschalten. Okay. Mal schauen, dass ich irgendwie wieder zurück zu meinem Bettenbild komme.
Ich werde sterben, ich sehe es kommen. Auf dem Radar kann ich die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Okay, ich würde sagen, ich lasse ihn jetzt erstmal rankommen. Ich muss schauen, dass ich irgendwie von hinten rankomme. Man müsste eigentlich hier ums Eck sein. Wumms. Cobra, Spähpanzer zerstört? Unmöglich. Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen. Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Phase 2 des Angriffsplans aktivieren. Alle Cobras in Formation einsetzen. Oh mein Gott. Mr. Wayne, ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobile-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet. Falls der Wagen überhaupt noch ganz ist, natürlich. Danke, Lucius. Begib dich zum Uhrenturm, um das Batmobile mit einer neuen Sekundärwaffe auszustatten. Alles klar. Seine wahre Natur muss ich hervor. Wie dornige Ranken durch rissigen Beton. Was sollen wir da reinfahren? Meine, wir sollen mal gewaschen werden. Dreckig ohne Ende hier. Reifen drauf, optimal. Ich bin beim Uhrenturm. Batman verfolgt mich. Ich brauche sofort Verstärkung. Zu stören und anfliegende Raketen fehlzuleiten. Erfolgreiche Treffer immobilisieren zudem Bedrohungen in der Umgebung. Batman ist an mir dran. Ich brauche ihn. Jetzt muss ich nur Ivy zum Botanischen Garten bringen. Danke, Alfred. Ich muss sie ausschalten, bevor ich Ivy absetze. Okay, dann schauen wir mal. Wie wir das am geschicktesten machen. Da kommt schon einer. Panzer rücken offenbar Informationen vor. Ich muss ihnen fernbleiben und sie von hinten angreifen. Oh mein Gott.
der Grand Avenue! Alles klar. Verloren. Dann finden Sie es wieder. Batman ist hier. Greif mit mehreren Einheiten an, zerbrennt ihn. Boah, zwei Schüsse fast down. Kommen wir nie raus, egal. Dieses Mal sind es zu viele Batman. Mann. Okay, mal schauen, wie wir das am besten machen. Ich hatte es ja schon ein paar Mal im Visier, aber... Du bist erledigt. Und Gotham ist es auch. Drei Schüsse. Jetzt ist Batmobil down. Okay, auf ein neues. Schauen wir mal jetzt erstmal gleich mal den schnappen. Cobra-Drohne verloren. Okay, einen haben wir schon. Da kommt einer. Müsste ich mir nicht den schnappen jetzt? Fahren die immer den gleichen Weg? Okay, zweiter ist weg. Schauen wir mal, wo der kommt. Barbara Gordon hat für dich gearbeitet. Sie hat für dich gekämpft. Und wo hat sie das hingebracht? Wir haben ihn verloren, Sir. Nichts hier. Unser Moment wird kommen. Wir werden seine Leiche durch die Straßen schleifen. Ich glaube, dass die immer die gleiche Richtung fahren. Wenn man das jetzt nicht umdreht. Alles klar. So, bring Ivy zum Botanischen Garten. Dann machen wir das mal. Du kannst das nicht gerade biegen. Heute Nacht wird Gotham untergehen. Und ich werde zusehen, wie du stirbst. Versuch mich in einen Garten zu bringen, Batman. Eine Schnecke. Mach ich doch. Da wären wir, Ivy. Was jetzt?
Sieh nur. Sie ist älter als die gesamte Menschheit es ist. Sie hat noch immer große Macht. Aber sie ist schwach, vergiftet durch Jahrzehnte der Verschmutzung. Allein kommt sie nicht gegen Scarecrows Gift an. Dann brauchen wir noch eine. Es gibt keine zweite wie sie. Nicht mehr. Was ist passiert? Was glaubst du denn? Menschen. Sie wurden gestutzt, überbaut, bekamen kein Sonnenlicht mehr. Wenn ich die Wurzeln finde, kannst du sie retten? Sie sind verloren. Vergraben unter den Betonmonstern. Wie willst du... Je größer die Pflanze, desto tiefer die Wurzel. Warte hier. Ich finde einen Weg, sie zu befreien. Geil. Lucius, ich muss ein uraltes Wurzelsystem verfolgen. Es verläuft tief im Untergrund. Ich kann sicherlich etwas zusammenbauen, aber es wird etwas dauern. Kommen Sie vorbei, wenn Sie bereit sind. Danke, Lucius. Alfred, gib mir ein Update für Gothams Fahndungsliste. Mal sehen. Nightwing hat einen weiteren Truck des Pinguins verfolgt. Das sollte uns zu einem weiteren Depot führen und uns die Gelegenheit bieten, Cobblepot von seinen Waffen zu trennen. Wir haben einen Raubüberfall in der Bank of Gotham in Chinatown. Die Überwachungsaufnahmen entlarven die Täter als Vertraute von Two-Face. Hat Mr. Dent seine Münze verlegt? Was immer er will, er muss gestoppt werden. Danke, Alfred. Sitzt ja schon hier drin. Two-Face und der Pinguin in unserer Stadt? Zeigen wir denen, wer der Boss ist. Also, wessen Kehle schlitzen wir zuerst auf? So, dann schauen wir mal. Genau, hier wird es weitergehen. Missionsziel. Arbeite mit Ivy zusammen, um Maßnahmen gegen den Cloudburst-Apparat einzuleiten. Begib dich zur Tiefgarage des Wayne Towers, um das Pflanzenortungsgerät abzuholen. Genau, ich würde sagen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ansonsten schaltet einfach wieder ein zur nächsten Folge, damit auch nichts verpasst. Jo, und es wird bestimmt wieder spannend. Bis dahin, ciao, euer Andi.